Liebe Fighting.de Gemeinde, natürlich möchte ich heute nur über ein Thema mit euch sprechen, das Bellator Halbschwergewichtstournament. Ich habe viele Nachrichten bekommen, warum ich nicht am Start bin. Der Grund dafür ist mein fehlender Stempel für meinen Visa-Antrag, den ich nur in einem US-Konsulat in Deutschland erhalten kann. Die US-Konsulate in Deutschland sind allerdings bis März geschlossen. Das interessanteste Matchup in diesem Tournament ist für mich der Titelkampf, ganz klare Sache. Vadim Nemkov gegen Phil Davis. Nemkov konnte den ersten Kampf gewinnen, via Split Decision. Ich denke auch, dass er den zweiten Kampf gewinnen wird, nur viel deutlicher als den ersten Kampf, da er sich stark weiterentwickelt hat, er hat gute Leute geschlagen und er kommt meiner Meinung nach mit dem besseren Skillset. Zum Titelgewinner habe ich keine Prognose. Es ist eine starke Besetzung, jeder kann das machen. Aber es ist am Ende des Tages auch egal, denn ich warte auf den Gewinner des Tournaments und werde ihm den Gürtel abnehmen. Hasta la vista.